Du hackst mit der Axt auf die Bretter ein, bis diese herunterfallen und einen Raum dahinter freigeben. Ich habe die Bretter von ihren Sünden befreit. Lieblingsduft, Axe. Lieblingssänger, Axl Rose. Kohle, Kohle, Kohle. Jetzt geht's hier direkt zum Kohleminensimulator. Oh, oh. Das ist eine Interaktivität, die ich von diesem Spiel nicht gewohnt bin. Alter. Ich will wieder rauf. Ich will wieder rauf. Das ist aber nicht der schöne Kohleminensimulator. Kohle, Kohle, Kohle. Warum ist das Licht ausgegangen? Kohle, Kohle, Kohle. Hallo? Super Idee, sich einen seit Jahren nicht mehr gewarteten Minenlift mit unbekannter Energiequelle anzuvertrauen. Das ist keine gute Idee. Fahrstuhl gegen Half-Life auch. Wer geht denn da freiwillig rein? Renn! Ich muss! Ich kann nicht anders. Da hinten ist noch ein Schrank. Da ist ein Schrank, da ist ein Tisch. Aber man kommt da nicht hin. Schade. Da war auf jeden Fall was. Okay. Boah, ich will hier nicht länger. Da ist das Blut. Und hier ein weiterer Fahrstuhl, oder? Nee. Von hier sind wir. Nee. Doch, von hier sind wir gekommen. Ha. Schon verlaufen. Ging schnell. So, geradeaus weiter geht's nicht. Nach links. Mach bitte Licht an. Hier, ich habe einen Generatorschlüssel. Was? Kann ich mit der Axt draufhauen? Okay, das hilft mir nicht. Der Generatorschlüssel von oben funktioniert hier unten nicht. Du hast Kohle bei 1,14 vergessen. Ja, genau das. Ich wäre ja ohne Pickaxe nicht in die Mine gegangen. Kohle gleich Feuer, Feuer gleich Reinigung der Seele. Ah, ja, verstehe. Hier geht's aber auch nicht weiter. Was? Warum? Warum macht man sowas? Hallo? Hier kommt man in diesen Raum, der von allen Seiten verschüttet ist. Oh. Militärgewehre und Munition stapeln sich zwischen dem Strohpolster in der Kiste. Kann ich bitte eins mitnehmen? Nimm doch eins mit! Ölkanister. Soll ich mich damit einölen, um für die alternative Reinigung bereit zu sein? Wir haben die Schießübungen gemacht. Hier hat der... Wie hieß er noch gleich? Notfall. Schutz der Herde. Unsere weltlichen Feinde sehen unsere bevorstehende Erlösung und sind voller Eifersucht und Wut. Sie wollen, dass die Welt weiter in Sünde versunken bleibt und sie werden alles tun, um uns daran zu hindern, den Plan des Herrn zu erfüllen. Wir müssen bereit sein, die Herde zu beschützen. Henry konnte seine Kontakte zum Southwest Patriots Corps nutzen, um uns Waffen und Rüstungen zum Schutz zu besorgen. Er wird ab Donnerstag die Trainingsübungen leiten, verpflichtend für alle im Discord. Okay. Hier wurde also geübt und wir haben einen Ölkanister. Ich glaube, mit dem Ölkanister kann ich vielleicht... Hier wurde geschossen. Kann ich vielleicht, ja, den Generator wieder anschmeißen. Eingeölter Fex Conan Vibes, ja.
Nimm die M4A jetzt doch mit, wer lässt die liegen? Ich weiß auch nicht. Ich würde sie gerne mitnehmen, um uns irgendwie zu schützen vor irgendwas, aber irgendwie auch wieder nicht, scheinbar. Hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Ich habe mich wahrscheinlich komplett verlaufen. Genau, das Öl lässt sich vielleicht mit dem Generator verwenden. Das war jetzt auch der Gedanke, den ich hatte. Dass dem Generator vielleicht einfach nur Öl fehlte. Und wir dann Licht anschalten können. So, die Blutspur, die geht weiter hier vorne. Ich folge jetzt aber erstmal zurück und mache den Generator an. Ich sehe nicht, wie das weiterhelfen soll. Brauchen wir das Öl noch für was anderes? Ja, schaudert's mich. Das ist ja furchtbar. Immer links halten. Ah ja, stimmt, ich muss Fackel an die Wand machen. Keine Pickaxe, keine Fackeln. Minecraft ist disqualifiziert. Das ist keine AK-47. Die Dinger sind nach ein paar Jahren mit feuchten Stollen eh nicht mehr verwendbar. Das kann gut möglich sein, ja. Damit reibst du dich für den Pater ein. Oh oh. Oh oh. Ich sehe. Ach, wollte gerade schon sagen. Ich sehe Terminator-Augen. Ah. Du gießt das restliche Öl aus der Kanne auf die rostigen Räder. Zack, gereinigt. Oh Gott. Gasbehälter. Ein zerfallender Körper, eingerollt in fetaler Position. Du streckst deine Hand aus, um ihn zu berühren, wobei eine Notiz aus einer Tasche der Leiche fällt. L. Ich habe deine Lieferung erhalten. Ich habe gestern Abend eine Kopie des Schlüssels von James Zimmer angefertigt, aber ich glaube, Andrew hat es bemerkt. Er hat sich verdächtig benommen. Ich werde die Kopie irgendwo verstecken, damit wir beide Zugang dazu haben. Für den Fall, dass etwas passiert, schau in der südwestlichen Ecke der Maisfelder. Du wirst ihn finden. Ja, wir hatten den zum Glück schon gefunden. Ich nehme einen Gasbehälter mit. Warum auch immer. I think it might have been my fault they found Peyton. We were seen together too often, maybe. But how would they know? Maybe they saw the pamphlet? I don't know. I don't know, but I can't shake the feeling that it's my fault. It doesn't matter. They found him. They told us he had decided to leave the flock. I didn't believe them, but I didn't ask any questions. After that, we moved on. It was like he had never been there at all. It scared me, but instead of trying to get away, I just let myself fall deeper in. I did my best to shut out any doubts. It was easier that way. Oh. Gas gleich Benzin, Übersetzung scheint nicht so. Ja, das könnte sein. Das eher ein Plastikgasbehälter. Da drin schwappt noch ein wenig Benzin herum, Tatsache. Das könnte für den Generator sein. Du wirst schon noch in die Luft fliegen. Das glaube ich aber auch. Ah ne, falsch. Hier rum. Ja, das Schlimme ist ja, es gibt ja echt Menschen, die genau in solche Strukturen reinkommen, obwohl sie es besser wissen sollten. Du entleerst den letzten Gasbehälter in den Generator und drückst die Zündung. Der Generator kracht und stottert, startet aber. Aber was bringt mir das jetzt? Was genau bringt mir das? Ich meine, ich brauche kein Licht mehr, ich habe ja alles entdeckt.
Oh, kann das sein, dass der Aufzug nur funktioniert, wenn der Generator läuft? Ja, Andi, absolut richtig. Dann sollte ich hier aber schnellstmöglich raus, bevor hier der Aufzug oder der Generator wieder ausgeht. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Wahrscheinlich ist es draußen jetzt stockfinstere Nacht. Na, schau mal einer an. Es ist stockfinstere Nacht. Dann bleibt nur noch ein Gebäude übrig, ne? Ein einziges. Und dafür haben wir bereits das Siegel bekommen. Die Kirche bzw. Kapelle, die der James sie hat erbauen lassen. Das hatten wir benutzt, das hatten wir benutzt, das hatten wir benutzt, das hatten wir benutzt. Du legst das Siegel in die Tür und hörst ein Klicken im Mechanismus. Die Tür bekomme ich nicht auf. Es sei denn, hier irgendwo auf einer Bank liegt noch ein Schlüssel herum. Nö, dann lass uns doch mal hören. Don't be afraid. There's no need to be afraid. We must go through the flames, but the flames will not hurt us. Not our true selves, our spiritual selves. I know his will, and it's time. This world, it's molded in filth. It's too far gone. They sent demons to test our resolve. They expected us to give up the fight, but here, today, we prove to all of them that we never gave up. Our faith never wavered. Today, we take our place at the foot of the throne of the Lord. Here now, we'll dull the bodies a little. There's no need for it to hurt. Here, drink this. Drink this. Pass these around. Things will go a little fuzzy, but then the flames will take us, and we will join our Lord in his heaven. Be by his side forever, where we belong. Amen. Amen. Boy, I love each and every one of you so much. God bless. That's when they locked the doors, and then Andrew and Leonard started soaking rags in lighter fluid while I started handing out the cups. Little paper cups full of crushed up Quaaludes mixed with lemonade. Father kept preaching as we drank. They lit the rags and put them around the outer walls. Everything caught so quickly, soon everything was on fire and people just sat down in it, let it take them. Something clicked, I don't know what. I needed to get out, I didn't want to die. I remembered Father's temple and I ran. Okay, das ist das Armenviertel. Das war das Armenviertel. Ja, der hat sich mit allen hier reingesetzt und hat sie dann unter Drogen gesetzt und das ganze Ding hier angezündet, aber dafür sieht es noch erstaunlich gut intakt aus.
nachdem klar war, dass ihn das FBI im Nacken sitzt, ja. Fex und Feuer, wie immer. Ja, den ganzen Komplex mit Reinigungsraum, Mine und so weiter hätten wir uns sparen können, weil wir tatsächlich den Schlüssel oder den Grabungsort da schon vorher gefunden hatten. Aha. Ein Regal voller esoterisch-theologischer Texte, angeordnet in einer nicht erkennbaren Reihenfolge. Gut, zerschlagen kann ich es nicht. Dinge, die ich dabei habe, helfen mir hier gerade nicht weiter. Erinnerst du dich nicht? Erinnerst du dich nicht daran, wie du überlebt hast? Warum möchtest du dich nicht erinnern? Was? Du weißt warum. Als die Zeit kam, konntest du dem Herrn nicht in die Augen sehen. Deine Zweifel haben dich aufgefressen. Du hast dich nicht ihrem glorreichen Tod angeschlossen, aber in deinem Zweifel hast du sie auch nicht gerettet. Du bist ein Feigling. Was? Das ist doch das, wo das Rohr am Ende ist. Hinter dem Regal ist der Durchgang. Oh, Tatsache. Du bist die, die abgehauen ist, offensichtlich, ja. Also, glaube ich. Ha? Es sieht nicht vertrauenswürdig aus. Warum hat eigentlich jeder Führer so einen Bunker? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ein weiterer Altar, ebenfalls in rotem Licht getaucht, unter einer Wand voller religiöser Bilder. Eine Nachbildung einer Radierung der vier Reiter der Apokalypse. Und das ist wieder genau. Im Führerbunker brennt noch Licht. In meinem Bunker. Warum wohl? Damit er darin Selbstmord begehen kann, natürlich. Meinst du, der ist hier? Ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen sein Rückzugsraum. Die Decken sind noch immer zerzaust von den paar Nächten, die du hier verbracht hast. Was? Zeigt nichts an. Die ich hier verbracht habe. Die paar Nächte. Wie soll ich so eine kleine Gruppe in den Bunker leisten? Weißt du, wie teuer sowas ist? Ach, in Amerika haben die teilweise als Einzelpersonen noch größere Bunker. Dieses Bücherregal ist voll von religiösen Texten und mehreren Kopien von Pater James Werken. In einer Ecke weiter unten ist ein Stapel Comicbücher versteckt. Er hat auch Lebensmittel für zwei Personen für 200... Ja, für 200 Tage beauftragt. Das war vermutlich für hier, das kann sein, ja. Ach so, warte. The door shut behind me and everything was dark and completely silent. As if the burning chapel and all the people dying behind me didn't exist. The drugs took over then, and it was all I could do to crawl into bed before I passed out. Ja, sie ist geflohen. Sie hat das Zeug auch genommen und ist dann hier runtergeflohen. Was aber vermutlich von Pater James, also für Pater James, der Bunker gewesen ist. Mehr Waffen.
Dieser Kühlschrank ist voller verdorbenem Essen. Der Geruch erfüllt den Raum, sobald du die Tür öffnest. Es geht ja noch tiefer runter. Nein, nein! Taschenlampe, hör auf damit! Warum jetzt? Nur noch mal so ein Karabiner mit. Ich würde so gerne. Das war's mit der Taschenlampe. Ein Shurai-Dungeon unter einem Dungeon hier. Auch wieder rotes Licht. Die apokalyptischen Reiter. Das, wovon wir nicht wissen, was es ist. Und Jesus in Golgatha. Nein. Slenderman! Ich habe keine Taschenlampe. Oh, was? Was? Ma'am, who started the fire? Ma'am. I know you've been through a lot, but we need your cooperation to piece all of this together. Who started the fire? Pretty much everyone. Father James lit the first flame, but the others helped it spread. So they weren't coerced? No. They were weeping with joy. People were singing. And you? What did you do? Was? Was? Ach so. Da ist der Tisch. Und die Kamera. Das ist kein normaler Bunker. Es gibt kein Zurück mehr. Nicht zu dem Zeitpunkt, wie es einmal war. Was sind das für Geräusche hier die ganze Zeit? Was? Es wird doch einfach nur immer dunkler. Wir sind, glaube ich, in der Psyche von ihr. Ist der Bunker metaphorisch? Ich glaube langsam auch, ja. Weil wir immer wieder im gleichen Raum landen, der nur immer dunkler und dunkler wird. Aber hier fehlt das Bild. Da fehlt das Bild, dass wir nicht... Die vier Reiter. Vier Reiter. Jetzt ist nur noch Apokalypse. Ich habe stark den Eindruck, dass du die Ebenen der Realität längst verlassen hast, ja. Der Abgrund der Menschheit ist dieser Bunker. Honey, you're being quiet. I don't know what to say. It's just... Lillian, was it something we did? Dad. I just don't understand how you could run off and join some insane cult. I don't know, Dad. I don't know. You're a smart girl. What were you thinking? Lillian, the things I've heard on the news... Where are you going? Sie ist rausgekommen aus dem ganzen Zeug, dann zur Befragung bei der Polizei, dann wieder zu Hause.
Apokalyptische Reiter, irgendwas, was wir nicht identifizieren können, noch mehr apokalyptische Reiter. Und zu Hause auch nur darauf angesprochen, Blödsinn gemacht zu haben. Ja, das, was man in so einer Situation wahrscheinlich dann überhaupt nicht hören möchte. So, Lillian, have you been having any more thoughts since your last attempt? All the time. It seems as if you almost regret surviving the fire. I don't know. I don't. It's so confusing. I didn't want to die, but I feel like I let them all down. Let them down because you didn't save them, or because you didn't die with them? I don't know anymore. Well, listen to me. No matter what, you deserve to live. I promise you. Lillian, you deserve to live. I need to go. I can't do this right now. I can't. Er versucht, sich das Leben zu nehmen, nachdem sie da raus war. Tiefer in den Abgrund. Bis eben war das noch ein schöner Spaziergang. Also schön, aber bis eben war es noch ein Spaziergang im Abendlicht. Es wird ja immer schlimmer. You don't want to hear me ramble about mechanical engineering for another 20 minutes. Tell me more about you. You study communications, right? What kind of job does that get you? Well, right off the bat, not much. I couldn't find work, so I ended up backpacking through Europe for a year after college. Oh, cool. I've always wanted to do something like that. I bet it was amazing. Yeah, it was super fulfilling to see all those different ways of life. Really eye-opening. God, that was a long time ago. Man, I'm jealous. I jumped right into work hours. Working 70, what, 80 hours? You know how it is. Just expected to devote everything to it. It's like a religion. It took me a while to see how messed up it was. Yeah, I can imagine. War wie eine Religion. Hat eine Weile gedauert, bis er gemerkt hat, wie schlimm das Ganze war. 70, 80 Stunden die Woche arbeiten. Jedes Bild steht für eine Belastung. Irgendwann wirst du das Bild erkennen, was bisher nicht ging. Familie, Feuer, Befragung. Was? Warum tue ich das hier? Warum? Das ist so beruhigend. 80 Stunden Arbeit, 40 Stunden schlafen, noch 24 Stunden in der Woche für anderes, claro. Bin nicht sicher, was das darstellen soll. Etwa so ein böser oder braver Fex deswegen. You have one unheard message. First unheard message sent yesterday at 7:15 p.m. Lil, is everything all right? I've been trying to get a hold of you all day. Please pick up. I'm worried about you. Okay, just call me back. Love you. End of message. To delete this message, press 7. Message deleted.
Sie war mit ihm zusammen, mit dem Maschinenbauer. Und hat sich dann nicht mehr bei ihm gemeldet. Was? Das ist doch wieder der. Hier gibt es keinen Ausweg mehr. Dieser Kühlschrank ist voller verdorbenem Essen. Der Geruch erfüllt den Raum, sobald du die Tür öffnest. Dann hat sie sich im Auto durch Kohlenmonoxidvergiftung umgebracht. Und jetzt? Jetzt steckt sie hier fest? In diesem Raum? Das ist... Moment. Was? Was? Nein, sie ist doch mit dem Auto hierher gefahren. Sie ist mit dem Auto hierhin gefahren. Vielleicht um das Ganze nochmal zu verarbeiten. Das sieht anders aus. I remember now. I've tried not to. I thought I could move on. Pretend it hadn't happened. But here it is. I'm looking at it. I was here. We were all here. And now it's just me. Oh, Lil, Jesus, there you are. I've been trying to get a hold of you for hours. Where are you? I had to take care of something. Look, just are you okay? I was getting worried. Yes, I'm fine. I'm heading home now. Tim, there are some things I need to tell you. Ich glaube, sie hat ihm nie von ihrer Zeit hier berichtet. Sie hat das. I met Anne first, waiting for the bus. Normally, I avoid talking to just about anybody, but she struck up the conversation. She was so pleasant, so confident. She smiled at me as if she had known me as a kid, and we were just catching up after all these years. She told me she could tell I had a hole in my life. She knew what that was like, she said. She had also had a hole, but it was gone now. I asked her what she was selling, and she laughed and said nothing, nothing at all, that what she had to offer was free for anyone who wanted it bad enough. I asked her what had helped her. She just said, James. Sie hat das wirklich überlebt, ja? Sie hat das wirklich überlebt. Das sieht jetzt eher aus, als wäre es abgebrannt, auch wenn die Bänke immer noch im guten Zustand sind, ja? Ich glaube, wir waren ab einem gewissen Zeitpunkt waren wir in ihrer Erinnerung unterwegs und nicht mehr hier. Erst als wir rausgekommen sind, da unten aus dem Raum, wo sie die Tage verbracht hat, um wieder zu sich zu kommen, da hat sie die ganzen Erinnerungen nochmal hervorgeholt, die sie, glaube ich, die ganze Zeit über... Vielen Dank fürs Spielen, vielen Dank fürs Spiel machen! Die sie die ganze Zeit über... 2 Stunden 24 gefundene Bänder, 15 von 12.
Mann, sind wir gut. Mann, sind wir gut. Immerhin ein Happy End, ja, für sie zumindest. Für die anderen jetzt nicht so, aber für sie zumindest. Puh, wow. Ich hatte keine großen Erwartungen an das Spiel. Aber genauso wie Fatum Betula, hat auch Sagebrush mich jetzt irgendwie gecatcht, aber so richtig. Kostenlos, die größte Lüge überhaupt, aber ja, sie überlebt unerwartet. Ich glaube, der größte Teil des Spiels war in ihrer Erinnerung oder zumindest von ihrer Erinnerung überlagert. Eventuell schon von dem Augenblick an, als sie aus dem Auto gestiegen ist, ja. Es wurden keine Katzen verletzt für dieses LP, das stimmt. Aber wow. Wir haben auch nie große Erwartungen an dich, aber dann kann ich das noch unterbieten. Also das schaffe ich normalerweise immer. Das geht. Ich bin begeistert. Ich muss öfter mal solche Indie-Spiele zocken, von denen ich noch nie gehört habe, ne? Da sind ja echte Perlen mit dabei. Auch das jetzt, auch das Ende war wirklich beeindruckend. Das Ende ist gut, hätte ich nicht gedacht. Genau das, Cheldra. Ich würde es positiv bewerten für das tolle Ende, definitiv. Herze. Ich rufe eben James Cameron an. Der überrascht einen immer wieder. Indie-Spiele wie Darkseid Detective 2, das steht auch noch auf der Liste. Aber ich habe noch diverse andere Spiele. Drücke eine Taste um. Oh, was passiert jetzt? Ich habe eine Taste gedrückt. Was passiert jetzt? Divers, genau. Kennst du Tunic? Mal gucken. Sagt mir jetzt ad hoc nix. Ist ja ein gutes Zeichen eigentlich, ne? Drücke eine Taste um. Oh, oh. Eine Taste beendet sofort das Spiel, alles klar.